Willkommen zurück, Leute, zum Super Mario Maker. Und wir machen heute weiter mit Event-Leveln. Und zwar Nisekoi, Tsugumi und Marika. Dieser Level stammt von Naoshi Komi, dem Autor der beliebten Manga-Serie Nisekoi. Kenne ich nicht. In der japanischen Zeitschrift Weekly Shonen Jump. Der Level ist in zwei Routen unterteilt, die auf den Charakteren Saishiro Tsugumi und Marika Tachibana aus Nisekoi basieren. Für welche Route wirst du dich entscheiden? Die Frage ist erstmal, wer von euch kennt diesen Manga? Irgendjemand, der hier am Start das liest und sich jetzt aufregt, dass ich den Namen nicht kenne und nicht aussprechen kann und keine Ahnung. So, wir können jetzt hier aussuchen, welchen Weg wir nehmen. Wir nehmen mal den. Ne, ich denke mal wegen zwei Routen. Dann müssen wir wahrscheinlich auch beide spielen. Dash! What? Was zum Fick? Nochmal. Was ist meine Aufgabe? Ey, Leute. Was ist meine Aufgabe? Hier kann ich ja nicht rein oder so, ne? Ich kriege keinen Stern. Was? Ach. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ich habe es nicht gesehen, dass man da einen Stern bekommt. Okay, ich bin selbst schuld. Hier hätte ich einfach laufen müssen. Oh. Aber okay, es hat auch so gereicht. Okay, das macht's um einiges leichter, ne? Jetzt die Frage, was hat das mit diesem Manga zu tun, ne? Keine Ahnung. Kann mir hier auch gerade nichts vorstellen. Das sind irgendwelche unverwundbaren Typen. Diese beiden. Ist es so? Oder vielleicht ist der eine unverwundbar und der andere nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Checkpoint. Okay. Wie auch immer ich einen Checkpoint brauche gerade, weil es ist ja eigentlich schon so ein bisschen geschenkt, ne? Zumindest wenn man eine gewisse Sache weiß, dann ist es schon. Ist schon ein bisschen geschenkt. Jetzt die Frage, muss ich tatsächlich auch noch den. Soll ich den anderen Weg auch noch gehen? Ja, hallo, ja! Du willst doch nur, dass alle abschalten, ne? Weil die das nicht sehen wollen. Nee. Hab ich dich erwischt, ne? Ich erwisch dich immer, mein Freund. Ich erwisch dich immer. Ich weiß, dass du mir nichts Gutes willst. Ah, jetzt haben wir die bekommen. Finde ich ein bisschen schade, dass man die nicht auch spielen konnte. Ja, jetzt bekommt man die zwar. Also es gibt ja noch ein Level. Das ist dann wahrscheinlich. Okay. Aber das waren andere. Ja, egal. Dann spielen wir den anderen Weg auch mal, ne? Einfach, weil wir es können. Wir wollen uns die Event-Level ja auch ansehen, ne? Natürlich. Das sind die geilen Event-Level. Hi. Ist wieder. Ja. Also zu dem einen Weg kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Achso, der basiert auf Sternen, der andere basiert auf Feuerblumen. Kann das sein? Vermutlich. Ja. Scheint so. Also, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist. Es ist nicht sonderlich. Nicht sonderlich gut, oder? Es ist okay. Bei dem einen Level würde ich nicht mal sagen, dass man das als wirkliches Mario-Level. Ja, gut, es gibt manchmal solche Runner-Level in Mario. In SMB3 gibt es sowas, ja, stimmt schon, aber. Ist wieder für ein Event-Level relativ. Bisschen enttäuschend. Ich bin dann immer. Ich muss es so sagen, ich bin dann immer doch echt enttäuscht, wenn ich sowas sehe. Weil. Von den Event-Leveln erhoffe ich mir dann doch. Da erhoffe ich mir immer so ein bisschen was, ne? Ich meine, die Nintendo sucht die auch so ein bisschen aus. Nehme ich an. Dass sie da so ein bisschen Entscheidungsgewalt haben. Was jetzt ein Event-Level wird. Und dann finde ich schon. Dass es richtig wäre. Alter. Dass es richtig wäre, die auch so zu machen. Achso. Ja, welche zu nehmen oder, ja, die dann auch wirklich cool sind. Und mit cool meine ich wirklich cool und nicht sowas. Ja, komm her, Bombe. Ist ja gut, ich soll was freisprengen. Jetzt kommen wir auch noch zu dem üblichen Scheiß, ne? Weil ihr kennt mich, ihr wisst, was ich davon halte. Ihr wisst es so genau. Okay, auf einem Wiggler reiten, ist okay. Gehen wir hin. Wie wär's mit einer. Ja, gerade sagen wir es mit einer neuen Feuerblume. Und einer geilen Clownskutsche. Die zweite Hälfte ist um einiges länger.
Das ist die erste. Okay, ein bisschen unten halten. Easy. Okay. Denke mal, das war's dann mit diesem Event-Level, oder? Ja, hier ist doch wieder der Schluss. Aber diesmal ohne. Ohne Dings. Ohne. Wie heißt es? Pilz. Stern! Okay, ich nehme jetzt mal an, ich versuche zu verstehen, was die mir damit sagen wollen. Die eine kann was mit Feuer und die andere ist unverwundbar oder der andere, wie auch immer. Kann das sein? Liege ich da richtig? Ich hoffe. Also, was anderes kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Okay, das war okay, aber ja, war okay, aber mehr auch nicht. So, was haben wir da? Nisekoi, Chitoge und Kosaki. Dieser Level stammt bla bla bla. Level in zwei Routen unterteilt, die auf den Charakteren Chitoge Kirisaki und Kosaki Onedara basieren. Okay. Nehmen wir beide. Ich habe auch gerade gar keinen Pilz mehr bekommen. Bedeutet wahrscheinlich, ja, es gibt nur den einen. Okay. Ist okay. Ist ja schon wieder News von Mario Bros. What? Ich dachte, ich hätte da gerade SMB gesehen. Naja, gut. Das hier basiert auf Pflanzen. Einer der beiden Charaktere, die wir jetzt gerade spielen, mehr oder weniger, kann irgendwas mit Pflanzen machen? Sehe ich dies richtig? Wenn ja, dann sagt... Ja! Du liegst richtig, Wolo, ja! Ja, ausnahmsweise mal! Ficker! Lieg so oft richtig, mein Freund, das glaubst du gar nicht. Aber das kann man resetten. Ich bin so verwirrt heute, es tut mir schrecklich leid. Ist auch vorhin schon gemerkt, ich habe vorhin Pokémon Tekken aufgenommen. Der Part sollte gestern gekommen sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Und da habe ich es auch schon gemerkt. Ich bin heute sowas von endlos verwirrt. Krieg nichts auf die Reihe, so vom Reden her. Es ist schrecklich. Schrecklich, kann ich nur hoffen, dass sich das heute noch ein bisschen legt. Ansonsten wird es, wenn das bitterböse, bittersüße Parts in der nächsten Zeit. Wenn du an so einem Aufnahmetag dieses Problem hast und nicht reden kannst, herzlichen Glückwunsch. Sag ich da mal, das war ein bisschen lucky. Gebe ich zu. Sag ich, ist das ein Herz? Könnte auch Schneemann sein. Könnte auch sonst was sein. Vielleicht ist das Zeichen von denen. Ey, habt doch keine Ahnung. Wir haben was geschafft. Zumindest die erste Route. Die erste Route haben wir gepackt. Ah, richtig gut dabei, richtig gut dabei. Dann holen wir uns die zweite auch noch an. Ich bin wenig begeistert, gebe ich zu. Also, hör mir nicht an. Habe ich auch keinen Pilz dafür bekommen? Wieso habe ich keinen Pilz dafür bekommen? Verstehe ich nicht. Habe ich irgendwas nicht getriggert? Ich meine, ich kann ja auch nicht irgendwie das Item von denen einsammeln. Das geht ja nicht. Das gibt es ja nicht. Ne? Hier steht wahrscheinlich, welchen Charakter man gerade nimmt. Aber ich habe keine Ahnung. So, und bei dem ist es Pilze. Kann der wachsen? Vielleicht kann der ja wachsen oder so. Was weiß ich denn? Ich muss auch sagen, diese Level haben mir jetzt keinen Schmacht auf den Manga gemacht. Irgendwie, ne? Irgendwie nicht. Wenn man sich dachte, boah, da machen wir den Leuten richtig Schmacht auf den Manga. Nö, habt ihr nicht geschafft. Das war's. Das war die andere Route. Okay. Wow, das war ganz schön gut. Auf jeden Fall. Ist in Ordnung. Aber ich krieg keinen Pilz. Oder es gab nur den einen für beide. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen in die 100 Mario-Herausforderung und machen dort auf normal weiter mit der First Try or Skip Challenge. Ja. Schauen wir uns das mal an. Sind wir in Level 12? Wir sind in Level 13. Dann schaffen wir die vielleicht ja auch heute noch in diesem Part. Das wäre natürlich super. Tricky. Und Markus. Hey Markus. Ist dein Level tricky? So tricky für Woller? Schauen wir mal. Wenn es laden würde. Abgestürzt. Be please. Okay, danke. Gott sei Dank, tu mir das jetzt nicht an. Das könnte man vielleicht mit einem Dreisprung schaffen. Bin mir da unsicher. Vor allen Dingen, weil ich den Dreisprung nicht hinkriege in SMB.
in New Super Mario Bros. Ich glaube, es ist noch zu knapp. Ich glaube, es ist noch zu knapp für einen Dreisprung. Wieso kann er nicht direkt einen Dreisprung machen? Das geht immer nicht. Ah. So, wozu soll ich jetzt die Tür benutzen? Ach so, lel, dann springt er da drauf und haha, haha. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre man dann von oben runtergefallen oder so, keine Ahnung. Oder man wäre tot gewesen. Hätte auch gut sein können. Warum nicht tot? Wow, das war cool, Markus. Da habe ich im versteckten Block gesetzt. Wow, so cool. Wollen wir mal von ausgehen halt, ne? Two Koopas. Ist das die ganze Aufgabe? Okay. Okay, okay, die Nervenaufreibung dieses Levels. Kannst du kaum in Worte fassen. Kannst du kaum in Worte fassen, wie Premium das war. Oh, Premium. Premium. Two Koopas. Ach, Mario Maker. Was ist los mit dir? Wind Waker Hyrule Castle. Okay. Das klingt ja erstmal... Eine Milliarde Gegner, wie tatsächlich im Wind Waker Hyrule Castle? Nö. Vielleicht irgendwas versteckt? Wer weiß, ne? Vielleicht hat er... Was hat das denn überhaupt? Hat keinen Stern bekommen. Hat keinen Stern bekommen. Scheint nicht sonderlich gut zu sein. Ich erinnere mich auch gar nicht daran, dass so viel Eis im Wind Waker Hyrule Castle... Was soll das sein? Was soll das sein? Das hat nichts mit dem Wind Waker Hyrule Castle zu tun. Absolut gar nichts. Also wirklich null. Außer, dass man da den Wind Waker Link nimmt. Was ist das für eine Scheiße? Oh, bitte. Will mir jetzt wieder jemand sagen, das ist ein gutes Level? Tut euch keinen Zwang an. Und erklärt mir dann aber bitte auch sehr genau, warum das ein gutes Level ist. Das würde ich gerne dann dazu wissen, ne? Nicht einfach nur sagen, war voll gut. Nee. Auch begründen. Dann begründe du aber auch gefälligst, warum das scheiße ist. Du hast selber noch nie ein Level gemacht. Keiner weiß, ob du es besser könntest. Halt's Maul. Natürlich könnte ich es besser. Oh. Ja, ich begründe. Ich begründe. Zum einen, es gab zu keinem Zeitpunkt eine Herausforderung. Der Name ist absolut irreführend. Nichts erinnert hier irgendwie an das Wind Waker Hyrule Castle, außer der Toon Link. Es war einfach nur, geh durch die Tür, dann gehst du die nächste Tür, dann gehst du durch die nächste Röhre. Es war langweilig. Der Aufbau war hässlich. Noch was? Gibt es noch was, was ich dazu sagen muss? Denke nicht. Ich denke nicht. Das ist alles, was man sagen muss. Es hat keinen Stern. Wisst ihr warum? Weil da Leute wie ich drauf gekommen sind auf dieses Level bisher. Nicht wie ihr. So. Inferno 2, ich bin Luke. Hey, guck mal das Inferno an. Guck mal, Wollo, guck mal. Hier geht's ab. Weißt du? Ah, was war das denn? Sehen wir mit durch. Nun gut. Wir können da hoch. In eine abgeschnittene Röhre. Boah, ey. So viele. Das hasse. Ich das hasse! Yoshi, please. So viele Koopas, so viele Koopas. Ist mega gut, wenn man so viele Koopas macht. Mega gut. Aber wie lang die sind? Boah, so lange habe ich auch, lol. Ja, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort, wenn du es sagst. Bin ich auf deiner Seite, definitiv. So. Was haben wir hier Nices? Oh, nur der geile Scheiß heute. Wahnsinn. Und eine Runde Moped fahren, bis ins Ziel. Nice. Haben wir geschafft. Ah, Premium. Absolute Premium-Levels. Dann schon okay. Schon okay. Nehme ich als gegeben hin. Ne? Wieder ein persönlicher Angriff eigentlich. Die Levels, finde ich. So ein bisschen ein persönlicher Angriff gegen mich. Weil, ja, ne? Werf doch gleich mit Scheiße nach mir. Das ist das Gleiche. Es wurde mit Scheiße nach mir geworfen. Eiskalt. Von Luke. Von dem Typen davor. Die haben mit Scheiße geworfen. Und niemand macht was dagegen. Niemand macht was dagegen. Die Eltern haben dir nicht ordentlich den Arsch dafür versohlt. Und das sollte passieren. Immer mehr.
Eltern sollten Bescheid wissen, wenn ihre Kinder Mario Maker spielen, die sollen sich die Level angucken. Und im gegebenen Fall, wenn es denn sein muss, ihnen ordentlich einen auf den Arsch kloppen. Ne? Ein ordentlicher Tracht Prügel. Nein, das natürlich nicht, aber so ein Klaps auf den Hintern hat er sich für das Wind Waker Hyrule Castle schon verdient. Definitiv. So, ich würde aber sagen, liebe Leute, das war's vom jetzigen Mario Maker Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben hier einen Mahjong-Stein bekommen. Nice, wir sehen uns. Bis dann und ciao.